sind wir. Die zehn vom Lande bringen dir die schönste Zeit. Die Traktoren stehen bereit, nun pass gut auf. Die Zeit nimmt ihren Lauf, tanzt still. Pflügen das Feld mit viel Gefühl, tanzt still. Mit viel Gefühl, tanzt still. Tanzt still. Mit viel Gefühl. So, herzlich willkommen zurück beim Times and Still Projekt. Die Mitspieler sind hier unten in der Beschreibung. Und ja, wir haben noch ziemlich festes Sitzfleisch. Besser als im Kino? Ich glaube, besser als im Kino, ja, definitiv. Okay. Also, muss ich bei mir sagen? Nee, bei mir ist es andersrum. Du kannst auf deinem Bürostuhl nicht gut sitzen? Es geht. Das ist Wahnsinn, nach einem halben Jahr oder so ist der so platt. Selbst wenn der vorher schön fluffig ist, danach ist der so, vor allem ich liege fast also in so einem Nackensessel, ne? Okay. Ich sitze ja, gar also nicht auf, ich liege und das ist eigentlich, geht gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auf der Schulung letzte Woche, also beziehungsweise ich bin ja gerade von der Schulung gekommen, und da waren wir an so einer historischen Ordensburg, tut mir leid, hier, wo Ordensjunker ausgebildet wurden, und da hat die belgische Armee ein Kino gebaut, das eine ziemlich geile Akustik hat, und zwar verstehst du unten genauso viel wie oben. Das ist, haben wir getestet, der Typ hat unten was geflüstert und das hast du super oben verstanden. Wahnsinn. Und dir unten genauso, und das Kino hat sage und schreibe ohne zusätzliche Bestuhlung für 1500 Leute Platz. Krass. Was machst du da, Warden? Nee, da wurden... er tritt den Illuminaten. Ja. Da wurden junge Kerle ausgebildet, um in besetzten deutschen Gebieten Leute zur Zwangsarbeit zu versklaven oder halt geil, je nachdem zu vergasen oder sonstiges, ne? Ja. Warte mal, bleib mal stehen. Achso, ich muss abgefahren werden hier. Ja, ich wollte ja nur drehen. Achso. Ja, gedreht habe ich. Also ich war bisher immer zufrieden. Also in unserem Kino, das doof ist, wir in einer 17.000 Einwohnerstadt haben kein Kino, das wurde vor 5-6 Jahren zugemacht. Und jetzt haben wir nur noch in der Kurstadt daneben eins, und das Problem ist, da laufen nur sowas wie das Kasse Leuchten Blank, der Stille oder ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Das Leuchten der Stille ist aber auch ein guter Filmtitel. Ist das ein Stummfilm, oder? ich weiß es nicht, aber nur sowas in der Art läuft, also Terminator kannst du knicken oder sowas, und dann musst du halt wirklich 30 Kilometer nach Passau fahren, und das ist halt echt scheiße. Passau? Wenn du da noch kein... Passau, ja. Du bist 30 Kilometer von Passau weg? Jo. Wenn man denkt, du warst weiter oben. Nee, ich bin ganz unten. 10 Kilometer nach Österreich. Ja, freilich zum Tanken immer noch Schere. Wohnst du hier in der Oberstadt? Nee, mal Bad Reichenhall. Später mal irgendwann in Linz treffen auf einen Kaffee oder so. Linz ist eine Stunde weg oder so, ja. Bist du? Ich fahre eine Stunde auf Linz. Ja, perfekt. Oder wir sind ein Nachbarn quasi. Das ist ja irre. Ja. Ich muss das Herren ist... bei mir in der Nähe, also 20 Kilometer weit weg, gibt es auch einen Ort, der Linz heißt. Nur der liegt am Rhein. Ja. Da heißt wahrscheinlich Linz am Rhein, oder? Nee, da ist einfach nur Linz. Die Logik ist bestechend. Ich muss mich auf die Kurve anständig packen. Links am Rhein oder rechts am Rhein? rechts. Links der Isar oder rechts der Isar, das ist auch so. München. Mare, wo bist du? Ach so, ich bin auf der anderen Seite. Warte, bist du da vorne? Ja. Dann komm ich. Ah, super Organisation. Schön. Aber es dauert echt lang. Also mit 4 Abfahrern geht's, glaube ich, gerade so, ne? Ja, also gerade so, ja. Er ist halt nicht gerade die Mega-Arbeitsbreite von dem Viech. Ich stell mir vor, wir hätten noch eine größere Arbeitsbreite. Ja, später, dann wollen wir eine moderne haben. Beastback. Ja, aber da haben wir ja auch größere Ränge. Da geht's dahin. Stimmt. Das wird geil. Ja. Ja, da freue ich mich auch schon. Da haben wir auch Copyright. Auch im nächsten Part. 702.000 haben wir. Hast du geschaut wegen dem, was ich da, was ich dir gebeten habe, Flo?
Um den Holz aufliegen. Ja, den habe ich. Ich habe einen gefunden. Ich habe wirklich einen gefunden, der drin? Alt aussieht. Der ist schon drin, ja. Das ist ein Unimog. Das war hier die Datei, die ich in der Quasse der GU18 drin hatte. Mit dem Entpacken Ausrufezeichen. Das ist ein kleines, feines Paket. Das ist ein Unimog drin und da ist auch ein Hänger dabei, der ziemlich alt aussieht. Ich habe noch einen älteren gefunden. Das Problem ist aber, dass es eine Excel-Datei ist. So, das heißt, ich muss mal gucken, wie ich die entpackt kriege, die Excel-Datei. Weil die Installation von dem Ding soll ein bisschen anders sein. Aber der ist jetzt nicht am Server drauf. Knackpunkt. Der Unimog, oder? Die Excel, der Unimog. Holzauflieger nicht. Genau, der, muss mal gucken. Unimog und dann ist das bei, warte mal. Kategorien. Schau kurz. Ich glaube, bei die war das bei Diverses. Moment. Ja, guck mal bei Diverses rein. Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. LOL, für TSL. Genau. Guck mal bei den. Bei Diverses, da steht von TSL der Holz HKL mit LS15 Clean und Dirt. Ja. Die sehen ziemlich alt aus und auf dem Unimog drauf, ja, sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich kann dir nachher den Link nochmal schicken von Modhoster. Das Ding sieht nämlich ziemlich alt aus. Ich habe einmal eine Frage. Du hast ja Abrollcontainer geholt, ne? Ja. Aber wir haben kein Fahrzeug dazu, ne? Das war ein Modpaket, was ich runtergeladen habe. Wie gesagt, wir räumen jetzt morgen räumen mal die Mods komplett mal auf. Ja. Das heißt, es fliegen halt einige Mods raus. Ja. Weil das ist jetzt aktuell einfach zu viel. Also die ganzen Kräne und so fliegen halt alle raus. Ja, super. Der Driftkinger, da geht's gar nicht. Das war der Ursus? Kramer. Oder ZT. Ah, der Kramer. Na. Der ist doch echt geil, der Kramer. Der Orange. Der Kramer ist gut. Der Orange. Ach so, ja. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Der sich auch dupliziert, ne? Ja. Ja. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob Bootsmann den gerade fährt. Nee, nee. Bootsmann fährt Kramer. Okay. Daneben ja eigentlich. Das bin ich. Okay. Ja. Nee, da fliegen halt einige Mods raus, damit wir einmal ein bisschen komprimiert das Ganze haben. Ich hoffe ja, dass wir dann mal, wenn wir in der Jetztzeit angekommen sind, mal sowas wie ein Jaguar 870 zu Gesicht bekommen. Oh, ja. Beines. Also da sind wir für Vorschläge offen. Also auch wenn es vielleicht irgendwie unter den Zuschauern noch so ein paar Modder gibt, die irgendwas da in die Richtung gemacht haben oder machen wollen oder auch generell Zuschauer, die mal was sehen wollen in Sachen Mods, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und dann nehmen wir die gerne mit auf, wenn sie halt passend sind. Oh ja, muss ich natürlich. Also was zum Beispiel noch geil wäre, nachdem Häcksler hier, gut, der nimmt viel rein, ne? Der Don wäre ungefähr von der Größe ja fast gleich, ne? Von dem, was er. Ja, der hat einen Tick mehr Arbeitsbreite, der Don. Aber grundsätzlich hätte ja. Man zum Beispiel zwei, gut, kommt drauf an, wie mit Mods, wie viele Mods hast du denn jetzt drauf im Pack? Gute Frage. Also ich frag mich morgen nochmal. Das sind 20 mehr. Wenn wir die ganzen. Nein, 20, also wahrscheinlich sogar 20 so. Weniger, so ungefähr. Nee, es müssen halt, wie gesagt, es müssen halt einige Mods müssen halt runter, ja. Weil bin ja dafür. Brauchen wir absolut nicht. Ja, wissen, du brauchst. Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man mal so Leute aus der Community einfach mal mit reinnimmt, so spontan. Dass man halt sagt, so hier kommen. Zum Wildcard-Gewinner. Du moddest jetzt B-Trag und dafür darfst du noch spielen. bisschen ein Angebot machen. Ja. Hey. Nee, also wie gesagt, ich fand's ja auch ganz gut, dass jetzt zum Beispiel, also dass du jetzt Mare, ich denke mal, ich weiß nicht, ob du ein Video von Carbon gesehen hast oder ob Carbon dich angesprochen hat. Ich habe erstens das Video von Carbon gesehen und zweitens. Ja. Ah, okay, super. Na, das war, du hast mal diesen Brief geschrieben mit dem rosa Plüsch-Sticker drauf. War der nett für dir? Und dem Parfüm? War der nett für dir? Meinst du mit dem rosa? Ich habe dir einen blauen drauf gemacht, glaube ich. Na, ich meine den rosa nicht. Ja, ich war so süß. Ja, das war dieser Plüsch. Kannst du ein bisschen Abstand halten, bitte? Und so ein bisschen ausgefranst und so ein Plüsch-Sticker, kennst du den noch von früher? Hat es früher mal gegeben. Oh ja, das ist ja, früher. Kenn ich noch. Und die waren ein rosa Plüschbär. Ganz lieb. Mich echt gefreut. Ach, du hast Fanpost bekommen? Fanpost, ja. Ah. Ja, so ich habe früher auch ein Sticker-Album gehabt. Ja, das ist aber ewig her. Und dann die Diddle, ja. Die Diddles. Ja, die ganzen Blätter. Oh, Diddle. Hey, das waren Zeiten. Tage, ja. Freundebuch, ne? Ja, das ist auch Poesiealbum. Ja. Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Pilot. Klopf, klopf. Muss einer fragen, wer ist da? Wer ist denn da? Der Pilot, lass mich rein. Oh, der ist böse. Der ist böse, ja. Der ist böse. Du
tut mir leid. Nein, aber ich hab früher, was hab ich denn früher reingeschrieben? Ich weiß es mit meinem Poesie, ich aber welche reingeschrieben sie möchten. Immer Bauer. Holzmann. Abfahrer bitte. Oder? Ein Abfahrer hoch mal zum. Bitte. Bootsmann? Komm her! Haben wir hier noch einen Abfahrer? Ja, der ist gerade Hänger tauschen. Achso. Die Kerle haben später mal gelernt, dass es Landwirt heißen, habe ich Landwirt reingeschrieben. Durchgeschrieben. Aber wie lange, seit wann heißt es eigentlich Landwirt? Ja, generell ist es, also ich finde, dass der Begriff Landwirt ein bisschen fehl am Platz ist. Ich finde generell, dass Bauer ist mir noch lieber, weil es vom Wortursprung her. Landwirt ist schon wieder ein bisschen mehr Richtung bürokratisch und ja. Der Bauer ist halt noch so der von gestern, sag ich mal, der jetzt hier im Krone Emsland mit dem Vierer häckselt, ne, wie der Carmen jetzt zum Beispiel. So in der Art. Ja. Fell, bist du schon voll? Nee, noch nicht ganz. Ich hab 92. Sieht relativ voll aus, ne? Ja. Ja. Nee, also ich finde, Agrartechniker könnte natürlich auch noch so natürlich. Mal. Doktor, Magister, Agrartechniker. Master of Agrartechnik. In Zukunft, ja. Bachelor 2017, wird's dann der Agrartechniker. Ja, aber du musst dir überlegen, was du heute alles. Also, ja, ist eh brauchst dir ja mittlerweile, ja. Du brauchst ja mittlerweile gar nicht mehr selber in den Traktor reinsetzen. Du kannst den Traktor ja also programmieren. Also, so weit sind wir bei uns so nicht. Also, bei uns musst du noch fahren, nicht. Ja, ohne GPS und sonst was. Gut, bei aller Größe. Gut, du musst halt, wenn wir haben ja auch Schweine, über ca. 1000 Schweine. Und gut, du musst dich halt computermäßig ein bisschen auskennen, aber das Programm, das wir drauf haben, das ist älter als Windows 98. Also da müsste niemand erklären, wie es geht, dann könnte ich das auch. Okay. Aber mal so eine Frage, die 1000 Schweine. Also ich habe jetzt gerade letztens erst gesehen, dass. Also so einen modernen Schlachthof habe ich mir irgendwie auf Phoenix oder so, gab es irgendwie nachts eine Reportage, als ich mir wieder nicht schlafen konnte. Na Gott, ist nachts nicht schlafen, oder? Ja. Nein, also das war einer der modernsten Schlachthöfe Europas und die haben die Schweine halt in so einen kleinen Aufzug reingesteckt, dann wurden die da betäubt und sind fröhlich und lustig eingeschlafen. Und dann gab es immer noch mal einen Mitarbeiter, der hat den Schwein noch mal ins Auge reingepiekt, um halt zu gucken, ob die noch Reflexe haben. Sinnlos. Ja. Naja, weil die werden ja, also die werden ja betäubt, ja, und die dürfen, es gibt ja Gesetze, und die Tiere dürfen halt nicht getötet werden, wenn sie noch bei Bewusstsein genau, sind. Genau, das ist eh klar. Dass man genau. Und deswegen piekst halt einer, ein Mitarbeiter immer nochmal den Schwein ins Auge rein, um zu gucken, ob die noch Reflexe haben. Kreislich. Ja, ja, gut, die sind ja da schon betäubt, ne? Aber wenn das Problem ist, wenn es eins mitkriegt, ist es jetzt auch nicht gerade toll. Ja, wenn das die Luft anhält oder so, ist ja, halt... Ja, kann man das nicht, kann man. Was denn? Also ich meine, ich hätte auch nichts Besseres zu tun, als 1000 Schweine ein Auge auszustecken, muss ich ganz einfach so sagen. Ne? Ja, aber der wird halt nur bezahlt dafür, ne? Wahnsinn. Der kriegt Geld dafür. Ist ja. Wahnsinn. Also ja, Kilo Schnitzel haben da kostenlos, wäre in Ordnung, aber... Nee, der wird wirklich, also wahrscheinlich auch Mindestlohn, also 8,50, denke ich mal. Das ist sauber. Vermute ich jetzt einfach. Kündigt. Ja, muss. Ja. Stell mal vor, du hast so dein erstes Date auch, und stellst dich da bei der Frau vor. Ja, was machst du? Ja, also stech Schwein das Auge aus. Ach, cool, das kenn ich. Nein, ich hab's im Fernsehen gesehen. Nein, er sticht dir ja nicht das Auge ja, klar, aus, sondern er piekst dann einfach nur rein. Ja. Aber trotzdem, mach. Ja. Aber es gibt doch diese eine Folge von den Simpsons. Wo Homer Simpson die ganze Zeit halt mit dem rechten Arm so pumpt. Kennt ihr die? Und da hat er auf dem rechten Arm so einen riesengroßen Muskel aufgebaut. Und der linke Arm ist halt so klein und dürr. Und ich glaube, also wenn du da arbeitest und den Schwein die ganze Zeit ins Auge piekst den ganzen Tag, hast du auch so einen Arm. Ja, oder wie du halt einfach Hardcore fappen, ne? Als Linkshänder. Nein, also worauf wollte ich eigentlich noch? Du wolltest bei den Schweinen, du bist genau, Linkshänder, mit dem Schlachthof, genau, mit den Augen. Ich bin Linkshänder. Wie gesagt, wir haben ja Mastschweine. Also wir bekommen die kleinen, verkaufen sie dann danach. Achso, ihr verkauft sie und wisst gar nicht, ob die geschlachtet werden. Doch, die oder werden geschlachtet. 100 Pro. Achso. Aber gebt ihr den Namen oder so? Nee. Also haben die Namen? Das heißt, sie sind eigentlich Schweine. So gesehen. Ah, du bist Alpha 2. Ach, das ist der Hans 4. Servus. Nee, aber es kann halt irgendwie sein, dass du eine Beziehung zu den Schweinen aufbaust. Nee, ich sag mal, wenn du vielleicht kleine Schweine hast, dann sind sie auch bei weitem nicht so viel. Also wenn du die jetzt halt wirklich züchtest mit Muttersäuen und sonst was, dann
wenn du dann vielleicht eine Tochter hast als Landwirt, die wird dir wahrscheinlich Namen geben, aber nee, nee, wieder nicht. Die wird dann ein rosa Kleidchen anziehen wahrscheinlich. Ja, und ein rosa Plüschsticker. Ja. Ja. Stimmt. Schweinefamilienvoll. Nee, also. Oh, okay. Jo, jetzt Bootsmann, kannst du den letzten abhängen? Ach scheiße, der ist auch voll, oder? Der letzte ist noch nicht voll bei mir. Ah, shit. Muss ich mal reinheizen, bis gleich. Hey, da gibt's eine interessante Auflösung zu der Geschichte mit Landwirt. Schreibt bei mir einer, um an der Stelle mal eine auf Klugscheißer zu machen. Landwirt steht quasi für Landbau, Klammer der normale Bauer, und Wirtschaft der Vereinen und zeigen, dass man nicht nur auf Acker arbeitet, sondern sich auch um die komplette Wirtschaftsseite kümmert. Das ist ja bei Landwirt auch dabei. Wirt, wir kommen, ist ja, Wirtschaft. Ja? Der Wirtschaft. Ja. Wer nichts wird, wird Wirt. Ja, genau. Was ja im Mittelalter, als es noch Bauer war, nicht der Fall war. Sehr schön. Ja, also Bauer ist ja der Überbegriff. Bauer heißt ja nicht nur Landwirt, also dass du Land hast, sondern auch Tiere und so weiter. Das ist ja der Überbegriff. Na, Bauer hat früher Kassen, Landwirt hast jetzt. Ja, aber die Bedeutung von der Bedeutung her ist Landwirt eher spezialisiert auf Ackerbau und weniger auf Tiere. So hätte ich es jetzt nicht verstanden, aber